Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together zusammen mit der guten Lizzie. Hallo, liebe Leute. Kennt ihr vielleicht noch aus unserem Super Katzensimulator Video? Genau. Und wir haben uns heute ein Spielchen rausgesucht, nämlich Alien Nation. Ist seit exakt einem Tag draußen und die Lizzie hat schon komplett alle Kampagnen durch. Nein, natürlich nicht. Aber wundert euch nicht, wir haben schon mal reingespielt, nur damit wir uns schon mal an die Steuerung gewöhnen können. Für Fans von Dead Nation definitiv keine Umgewöhnung, sag ich mal. So. Und ich würde auch sagen, wir starten dann gleich mal rein. Wir sind nämlich die letzte Hoffnung der Menschheit und naja. Genau, dann geht's jetzt erstmal ab nach Alaska, ne? Würde ich mal schwer behaupten. Blut auf dem Eis, neue Mission. Auf Anfänger, Experte, Veteran. Such dir was aus, ich bin für alles bereit. Anfänger. Ich habe ja eh nichts drauf, also. Ich zieh dich da schon mit durch, keine Panik. Ich lass dich nicht hängen, ich bin ja schließlich der dicke Tank. Ach ja, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Man kann ja mehrere Klassen auswählen, also zwischen drei Klassen kann man wählen. Ich bin sowas wie der Tank, ich habe die fette Knarre und die große Rüstung. Und was bist du eigentlich nochmal? Wie heißt nochmal dein Charakter? Warte mal, mein Charakter heißt bei dir war es Frontkämpfer, ne? Genau, ich bin der Frontkämpfer. Genau. Das war das. Und kann ja alles sabotieren, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was du kannst eigentlich. Also das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja, ich kann alles. Ah, oho. So. Madame kann alles. Oh, da ist ja jemand beigetreten, aber gut, das macht ja nichts. Ich habe jetzt die Lobby offen gelassen, aber... Oh ja, okay, alles klar. Kein Problem sein, ne? Wir haben ja da noch ein bisschen Hilfe. Also könnten wir es danach dann bei der nächsten Mission auf Experte machen, wenn wir dann noch zu dritt oder zu viert sind. Ja, bei dem Spiel geht es nämlich auch darum... bei dem Spiel geht es nämlich auch darum... jetzt haben wir es. Da geht es nämlich auch darum, man bekommt Punkte-Multiplikator, solange man keinen Schaden nimmt, schön präzise schießt, ganz Dead Nation typisch. Und wir versuchen ja, also natürlich das Beste rauszuholen. Hier die Gegner treffen ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, ja. Das sieht eigentlich schon das ist total simpel aus, aber währenddessen einen vernünftigen Satz auf die Reihe zu bekommen, ist doch etwas Ja. Das ist schon wirklich ein bisschen komplex, vor allem wenn dann solche kommen. Das sind ja noch relativ kleine Gegner, ne? Es gibt ja noch so einen Goliath-Endgegner, ja? Spoiler-Alarm! Ja, das kann ich sehr gut, ja. Leuten irgendwie das Ende von etwas verraten, ne? Der und der ist draufgegangen, ja. Mhm. So schaut's aus. Was ich nur natürlich gleich als erstes mal geguckt habe und was mir sofort gefallen hat, gleich mal Pluspunkte gesammelt bei dem Spiel, meine Rüstung gibt's in Schwarz-Grün. Das feiere ich einfach. Ich feiere es. Ja genau, man konnte ja die Farbe von dem Charakter vorher auswählen. Richtig. Zumindest so ein bisschen. Es gab so ein paar vorgefertigte Farben, aber wow. So. Es sieht noch ein bisschen chaotisch aus, aber wir haben hier so eine Map. Ich zeige das gerade auf meinem Ding. Wir haben so eine Map und da werden immer wieder Ziele angezeigt, wo wir halt hin müssen. Ziemlich Helldiver-mäßig. Also es ist ziemlich Helldiver-mäßig, aber es funktioniert. Warte mal, du warst grün, ne? Ich würde sagen, ich war grün, genau. Und aktivieren erstmal den Kontrollpunkt da oben. Der wird hier oben auf der Karte als Dreieck angezeigt. Und wenn wir da halt drauf gehen, kommen wir genau da wieder hin. Weil er hier die ganze Zeit nur mit meiner Pump dran rum. Was haben wir denn hier? Ich habe einen saustarken Nahkampfangriff. Das ist der Vorteil bei meiner Rüstung. Das heißt also, ich kann auch wirklich mal... Ja, ich habe auch eine sehr gute Nahkampfwaffe. Melee Boost. Ja, auf den Maps gibt es immer wieder mal solche Booster. Genau. Auf den Maps gibt es immer wieder solche kleinen Booster in Form solcher Blumen, wie ihr sie gerade gesehen habt. Ah, scheißen Dreck. Und sie geben uns dann halt mehr Stärke im Nahkampf, mehr Erfahrung und sowas. Horde nähert sich. Was haben wir jetzt aktiviert?
Egal, ich könnte oh, auch shit. Hier, guck mal hier, meine Bombardierung, ja? Macht alles weg. Ja, und ich habe gerade für uns alle ein Schild aktiviert. Nur so zur Info. Den haben wir direkt da vorne. Ja, jetzt geht's aber rund hier, ne? Ah! Ist eigentlich jawohl, genau ja. Wie im Zombie-Modus von Black Ops halt, ne? Die ganze Zeit, man kann eigentlich halt die ganze Zeit mit denen Runden laufen, wenn da halt zu viele kommen. Eben. Man muss halt, es ist halt so ein leichtes Spielchen zwischen Ausweichen und Schießen, könnte man sagen. Genau, und nachladen. Richtig. Zu den ganzen Feinheiten, da gibt es auch so viel Sachen. Man hat dann am Ende bis zu 3 Waffen, 3 Fähigkeiten. Man kann die mit Slots, mit Mods, allen möglichen verbessern. Genau. Also das ist wirklich komplex. Also es geht dann wirklich schon sehr, sehr weit. Wie, ich habe keine Muni mehr. Aber ich habe ja noch meinen Revolver. Ach, du hast eine Zweitwaffe? Ich habe eine Zweitwaffe. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen gespielt und ich habe jetzt eine lila eine Hauptwaffe. Die habe ich voll geklatscht mit Mods. Und, ja, also vom Loot-System her ist genauso wie bei jedem Spiel. Grün, lila, blau und so weiter, wie bei Division. Je hübscher die Farbe, desto... Ach genau, wir müssen hier in den Container rein. Warte mal auf. So, hast du's? Ja. Ah, okay. C4 eingesammelt. Was ich auch gleich mal wieder positiv bewerten muss, ist... wir können vom Bildschirm des anderen, wir sind nicht abhängig. Also wir können, jeder hat seinen eigenen Bildschirm. Das war bei Dead Nation zum Beispiel nicht so. Da musste man immer auf einem Bild bleiben. Ja, oder bei Kill All Zombies, das ist genauso. Genau. Ach, verdammt, ich depp. Aber es ist halt so, wenn die anderen Leute zu weit weg sind, dann werden die halt zu mir gedroppt. Ja, kann man ja, weil du der Host bist. Genau, ich hab hier das Sagen, alle laufen mir hinterher. Jawohl, also, Frau Kommandantin. Oh, da ist so eine Blume. Eine Blume. Blauer Power. Wo ist die Blume? Ja, das war wieder ein Melee-Boost. Ach, oh, du Kacke. Hier? Ach, hier ist so ein Goliath. Ah! Okay, der hat gesessen. Ich kümmere mich gerade ums Kleinvieh. Okay, den haben wir. Oh, keine Trophäe bekommen. Mann, wer hat den auf was? Ja, wenn man den im Nahkampf umbringt, bekommt man eine Trophäe. Mann. Das hättest du mir auch gleich sagen können. Irgendjemand hat mir den geklaut. Sonst spoilerst du doch auch immer alles. Das hättest du mir ruhig sagen können. Ja, das ist mir gerade so. In dem Moment halt aufgefallen. So, also, was haben wir denn hier? Mhm. Es gibt halt auch diesen Nachladebalken, wenn man den in der Mitte trifft, ist wie bei Enter the Gungeon. Genau. Das erleichtert einiges. So, erstmal ein Schild für alle. Ja, sehr gut. Die Dinger haben Vorteile, ne? Deswegen habe ich die gleich als erstes gestillt. Ich glaube, es gab noch so einen Charakter, der kann die Leute heilen. Also der kann halt unsere ganze Gruppe heilen. Das war der erste Charakter. Mhm. Ah, okay. Zünden! Die Explosion ist derbe cool gemacht, finde ich. Also ich finde generell die ganze Grafik und so, ne? Sieht Vorsicht. Eigentlich super aus, ne? Ja, es ist wirklich... Also ich habe da nichts zu meckern. Für so ein... Ne, ich auch nicht. Also... Da gibt's schlimmere. Ja, auf jeden Fall. Wo ging's denn hier nochmal lang? Ah, da lang, genau. Batz. Das Gute ist, man kann die Granaten auch selber zünden. Man muss nicht warten, bis sie explodieren. Das macht's sehr einfach. Ist hier noch irgendwas zum Looten? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Der andere schießt die ganze Zeit rum wie so ein Blöder, dabei kriegt er doch Punkte für Präzision. Das sollte er doch wissen. Der ist groß. Ui. Oh oh. Kleine süße Mutanten, ey. Die haben wir doch locker weg. Okay, ich bewache die Treppe hier, geht da hoch. Exactly what I was afraid. They never stood a chance against a force this size. The Zenos assimilation process was already underway.
Die habe ich auch noch nicht gesehen. Was sind das für Gegner? Ah! Die können springen! Wen meinst du? Diese mit den Krallen da. Gut, die haben so gut wie alle Krallen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ja, im Hauptmenü kann man sich auch die ganzen Gegnertypen angucken hinterher. Also, richtig. Die man bereits gesehen hat. Ist, ja, wie ich bereits schon erwähnt, ziemlich Helldiver-mäßig. Also man hat auch so ein Bestriarium. Oder wie heißt es? Bestriarium? Doch, doch. Genau so, ja. Okay. Habe ich sogar mal richtig ausgesprochen. Wahnsinn. so, auf den anderen, jetzt, da brauchen wir jetzt keine Rücksicht nehmen, oder? Und den Heli rufen. Verdammt. Ne? Oder? Richtig, wir müssen jetzt evakuieren. Auch wieder wie bei Heli. Aber ich möchte gerne mal wissen, was passiert, wenn wir halt einfach warten? Fliegt der Heli dann weg und haben wir dann verloren? Oder was passiert dann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es ja mal aus... Wir können es ja theoretisch mal... Oh ja. Weil, wie man sieht, okay, der Heli ist jetzt gelandet. Ja. Wieso konnte der die Kiste jetzt öffnen und ich nicht? Oder hat jeder seine eigene bekommen? Ja, ich weiß nicht. Also, ich konnte auch nur zwei davon aufmachen. Ja, er ist eingestiegen und die Zeit läuft. Naja, steig mal erstmal mit ein. So. Das war jetzt quasi die erste Mission von der ersten Gegend. Es gibt mehrere Gegenden und in der gibt es dann mehrere Missionen, wenn ich das richtig verstanden habe. So, was haben wir denn hier? Wir haben 10 Minuten gebraucht. Richtig. Wieso hast du mehr EP erhalten? Ich habe aber weil mehr ich cool bin. Und guck mal meine Präzision. Wow. Ja, guck mal, was ich für einen erlittenen Schaden habe. Ich bin hier der Tank. Wo denn? Ach, da unten. Aber ich bin halt einfach cooler. Deswegen erhalte ich halt einfach mehr. Meine grüne Rüstung macht halt einfach was her. So, jetzt muss ich aber, bevor du die nächste Mission startest... Ich muss auch mal hier was nachgucken kurz. Ausrüstung, Primärwaffe. Was haben wir denn hier? MP? Naja, die kann nichts. Warte mal, ich werde die erstmal verwerten. Und also ich habe noch eine Energiewaffe. Sekundärwaffe, was haben wir denn hier? Revolver, nee, 137. Ja, nehmen wir mal die hier. Eine Mine. Ich nehme die da. Ausrüsten. Ah, okay, ich kann jetzt einen Flammenwerfer nehmen. Minigun oder Raketenwerfer. Ja, was nehmen wir denn? Minigun, Raketenwerfer, Flammenwerfer. Ich nehme einfach den Flammenwerfer mit.